Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 Brotherhood und ich bin mal fix zur Quest gehüppelt, um hier eine Quest zu erledigen. Gut gesprochen, Zero, gut gesprochen. Und ich hoffe, wir müssen hier aufs Dach, ansonsten wird das echt gemein. Ich soll wahrscheinlich hier hin, oder? Mission erfolgreich. Alle Nachrichten überspringen. Gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir das hier mal kurz erledigen. Rüstung. Dich. Oh, Level 7. Bam. So langsam machen sich unsere Leute. Bam. Oh ja. Level über Level. Das heißt, die haben uns ordentlich Kohle eingebracht und wir können bald den Handschuh von Leonardo kaufen. Das ist schon mal sehr gut. Gucken wir mal nach Aufträgen. In Venedig am besten. 2 Jahre. Ja, dann nehmen wir. Ah, gut. Lohnt sich das überhaupt? Ja, komm, weißt du was hier? Nimm einfach, werd glücklich damit. Einfacher für dich, wa? So, 7er. Wir können eigentlich 2 Sechser nehmen, ne? Wir nehmen 2 Sechser, dann haben wir 90%. Das wird höchstwahrscheinlich ausreichen. So, und hier nehmen wir aber die 7er, ne? Ach du Scheiße, okay. 7er können wir noch vergessen. Wien! So. Da, wir nehmen ein 7er und ein 5er. Das können die gut machen. Da war noch eine zweite Quest da, die ist zu schwer. Rom. Zu schwer, zu schwer, zu schwer. Paris. Oh Gott, ist das zu leicht. Da. Dann nehmen wir nochmal ein 7er und nochmal ein 5er. Ja, weißt du was? 83%. Das wird schon gut gehen. Wenn nicht, dann ist halt so. So, das gibt noch Kohle, ne? Aber wir haben keine 7er mehr. Das heißt, wir nehmen den Dreier hier und nehmen ein 5er. Und hier nehmen wir noch ein 5er. So, damit sind alle beschäftigt und wir können weiterziehen. Und wie viel Kohle haben wir gemacht? Knapp 7000, also. Ich würde sagen, das hat sich definitiv gelohnt. Ich glaube, ich muss in unser Hauptquartier, oder? Ja. Habe ich den Bettler mal wieder erschreckt. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay. Gerade auf dem Schreibtisch ansehen. Gut, machen wir. Aber ich habe kein Assassin mehr. Ach so. Weil die sind doch alle unterwegs. Was willst du von mir? Hab's schon längst erledigt. Bin schneller als die Quest erlaubt. So sieht's nämlich aus. Und jetzt gehen wir weg. Wir müssen auf jeden Fall nochmal bei der Bank vorbeischauen, weil die höchstwahrscheinlich proppevoll ist und wir dann reich. Und dann können wir zu Leonardo gehen und ihm alles abkaufen. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini.
Der Plan, 100%, ja. Das war so schwer. Boah. Also, das war härter als mein Masterplan. Boah. Wer hätte gedacht. Okay, auf jeden Fall Sequenz beendet. Und ich glaube, wir mussten sowieso nochmal E-Mails checken, oder? Prinzessin in einer anderen Burg. Ha! Wir waren also doch nicht Ezio. Wir waren Mario. Wobei Mario ist tot. Naja. Wir müssen gleich die Sequenz beenden, beziehungsweise den Animus verlassen, um uns neue Gespräche anzuhören. Der Bankier! Apropos Bankier, wir müssen zur Bank. Jetzt sind wir gerade in der Nähe. Das wäre auf jeden Fall schön. Und, oh, vielleicht können wir bei Leonardo hinten endlich die Burg einnehmen. Das wäre cool. Und eine Bank ist direkt hinter uns. Wunderschön. Nein, nein, was ist das denn? So, wie viel Kohle hast du da für mich? 12.000? Ich dachte, das Ding ist voll. Traurig. Naja. Wollen wir zum Schmied gehen? Nein, ich... Müssen wir in die Nähe von Leonardo, bitte. Da oben hin, aber Leonardo ist da unten. War. Da unten. Okay. Moment, mir keimt ein Plan. Das machen wir einfach so, dass wir sekundäre Erinnerungen erstmal alle ausschalten. Okay, Leonardo nicht dabei. Ökonomie. Leonardo. Ah, ich habe ihn entdeckt. Der ist da rechts, okay. Es ist trotzdem verdammt weit weg. Ich wollte zuerst verflucht sagen, aber dann habe ich verdammt gesagt. So. Okay. Weißt du was? Eigentlich kann ich hier einiges ausschalten. Christina-Mission machen wir auf jeden Fall. Jonas-Maschinen brauchen wir noch nicht. Templer-Agenten, Assassinen rekrutieren, Aussichtspunkt, Borgia-Turm. Hauptmann kann weg. Um das Versteck. Templer-Versteck können wir vielleicht zwischendurch auch mal machen. Und ja, das reicht schon. Ökonome! Was brauchen wir gar nicht? Schmiedeauftrag. Es gibt Schmiedeaufträge. Aber die machen wir erstmal aus. Brauchen wir nicht. Rom. Taubenschlag. Ja, weißt du was, können wir lassen. Deres Fraktionsgebäude lassen wir. Assassinenturm. Also, Assassinenturm kann tatsächlich aus. Gerade überlegt, was das sollte. So, Söldnergebäude, Diebesgebäude. Ah, beschädigtes Aquädukt. So. Ich glaube, das hier ist Kampferfolge. Achso, das kann auch raus. Bekanntheitsgrad. Blossen wir mal an, ne? Ja, strategische Markierung. So, haben wir ein bisschen sortiert. Jetzt ist es nicht mehr so durcheinander. Das ist doch schon mal gut. Und wir müssen da oben hin. Das ist auch gar nicht mal so weit weg. Das ist unser Hauptsitz, ne? Ja gut, so können wir es lassen. Ah, ich wollte den Animus verlassen. Ich erinnere mich. Da war ja was. Wir haben sowieso neue E-Mails. Und neue Gespräche. Interessiert mich immer brennt. Mal gucken, vielleicht finden wir auch irgendwas in den E-Mails mal heraus, von wegen, was weiß ich, dass Desmond eigentlich ein Arschloch ist oder so, ich weiß es nicht. Was werden wir da schon herausfinden? Und da wären wir auch schon. So, zurück, Desmond. Ja, danke. Erstmal quatschen wir ein bisschen. Was geschah mit Katharina Sforza? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Oh, das ist wirklich traurig. Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen.
Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Oh, hat kein Gespräch mehr für mich? Nein. Ich muss mich konzentrieren. Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland! Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist. England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert. Übrigens, da war das ist Abstergo. Das ist eine Maschine von Abstergo. Wie konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel. Der Rest ist improvisiert. Ha. Natürlich musstest du das Abstergo-Zeichen mit reintun, damit es sich auf jeden Fall auffällt, dass es nicht von dir ist. Bin beschäftigt. Ja, du mich auch. Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Huch. Achso, jetzt abgehauen, ja? Nee, hä? Was genau ist jetzt passiert? Wo ist Lucy hin? Lucy? Lucy? Was ist Lucy hin? Wir reden später. Lucy ist verschwunden. Ist sie rausgegangen? Wir werden gleich mal draußen nachschauen, aber erstmal gucken wir auf die E-Mails. Da sind sie doch. Und übrigens hat sie den Stift von Abstergo auch geklaut. Böses, böses Mädchen. Zugriff gewährt. Eingang. Unbeschriftete Van. Update. Update. Ein kurzes Update zu unseren Kollegen in aller Welt. Moskau. Es sind weiter alle in Sicherheit. Sie gehen zurzeit einem Hinweis auf einen potenziellen weiteren Edensplitter nach. Also Daumen drücken. Ich habe für sie recherchiert und könnte einige ihrer Vermutungen bestätigen. Also sieht es im Moment gut aus. Sao Paulo. Sie mussten wieder das Versteck wechseln und dieses Mal war es sehr knapp. Man glaubt, es gäbe einen Leck im Team. Und das Hauptquartier prüft das. Wahrscheinlich taucht das Team bald unter, um den Maulwurf zu finden und auszuschalten. Hoffentlich fangen sie ihn, bevor er etwas merkt. Aber immerhin haben sie Hilfe, das ist ein Plus. Update. Achso, das ist nur an uns. Ah. Das ist nur an uns adressiert, an uns vier. Wieso an uns drei? Ich habe zuerst gedacht, wozu schreibt er das in einer E-Mail an alle? Aber damit meint er nur alle Insassen, die wir hier drin sind. Osaka. Wie geplant, immer noch untergetaucht. Sie sollen sich in 72 Stunden beim Hauptquartier melden. Ich hoffe, sie sind okay und konnten die Verfolger abschütteln. Was für Verfolger? Habe ich irgendwas verpasst? Unbeschrifteter Van. Hey Leute, nur eine kurze Warnung. Als ich gestern Batterien geholt habe, hat gegenüber ein weißer, unbeschrifteter Van geparkt. Als ich eben Essen geholt habe, war er immer noch da. Für meinen Geschmack ist er etwas zu unscheinbar und hat genau die richtige Größe für eine Überwachungsausrüstung. Ich habe vor ein paar Minuten nochmal geguckt und da war er weg. Aber haltet die Augen offen. Interesting. Naja. Rebecca. So. Aber hier, ich hab's gehört, bla bla. Update, okay. Antwort. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir nicht mal genauso geht. Aber ich versuche daran zu denken, was aus der Welt wird, wenn wir diesen Kampf nicht kämpfen. Es ist hart, Rebecca, und deshalb wurdest du auserwählt. Wie ich, weil du zäh bist. Aber ich weiß, dass deine Belastbarkeit dich nicht unverwundbar macht. Komm mal morgen in mein Zimmer, dann können wir uns unterhalten, Lucy. Antwort auf was? Ach, höchstwahrscheinlich, ich dachte, Rebecca hat das geschrieben. Höchstwahrscheinlich der weiße Van, ne?
Ich nehme an, das ist der weiße Van. Wir gucken gleich mal mit Lucy rein. Erstmal schauen. So. Antwort. Der Zorn italienischer Affen. Du wirst trotzdem gehen, wenn du dran bist. Wenn ich deine Hand halte und dich vor dem großen bösen Mann beschützen soll, sage ich einfach Bescheid. Hey, es ist alles auch so wie aus dem Zusammenhang gerissen. Hallo Sean. Hier ist ein Update zu den Standorten und Aktivitäten der Teams, das du den anderen weitergeben kannst. Du wirst wahrscheinlich von einem der Jungs aus Sao Paulo kontaktiert. Du bist ihre Lebensversicherung, also halte dich bereit. Du wirst dich freuen zu hören, dass wir hier alle in Sicherheit sind. Bestimmt hat Lucy dir erzählt, dass ihr alle herkommen werdet, wenn ihr den Edenapfel habt. Ich weiß nicht, was du über diesen Ort gehört hast, aber es gibt hier viel zu sehen und ich weiß, dass du es lieben wirst. Viel Geschichte. Und den Rest kennen wir. Davon würde ich den anderen noch nichts erzählen. Ich möchte sie nicht beunruhigen, solange es nicht sein muss. Denver, vom Radar verschwunden. Und zwar ungeplant. Sieht aus, als hätten wir noch ein Team verloren. Das Hauptquartier untersucht den Vorfall. William. William Miles. Das ist mein Vater. Cool. Das kennen wir ja schon. Also er schaut mit meinem Vater und verheimlicht mir das. Das ist aber nicht so nett. So. Dicker Effekt. Was haben wir denn noch? Jetzt, ja, tut mir leid, wir müssen ja nicht mehr. Achso. Der Zorn italienischer Affen. Liebe Lucy, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass ich für absehbare Zeit nicht mehr in die Stadt gehen kann. Ich erspare dir die ruhmreichen Details, sagen wir, ein Wortgefecht und ein paar Gesten und Grunzlaute von einem großen Italiener haben mir klargemacht, dass er deinen Lieblingskollegen umbringen wird, wenn er ihn noch einmal sieht. Tut mir leid, wenn euch das Unannehmlichkeiten macht. Gruß S. Hey Lucy, es wird immer schwerer. Ich vermisse meine Familie, meinen Hund, mein Leben. Ach, das kommt von Rebecca. Was wir tun, ist wichtig, aber ich kann nichts gegen diese Gefühle tun, besonders wenn wir alle am Rad drehen, so wie im Moment. Wahrscheinlich brauche ich nur jemanden zum Reden und du bist die Einzige, die das versteht. Gut, Sean ist auch noch da, aber er macht immer nur sarkastische Bemerkungen, das kann ich gerade nicht gebrauchen, Rebecca. Vielleicht sollten wir das nächste Mal von unten nach oben lesen. Ich glaube, von unten nach oben macht mehr Sinn, ne? Update, blabla, kürzer ist. Kennen wir auch. Sicker-Effekt von William. Auch mein Vater. Hallo Lucy. Deine letzte E-Mail beunruhigt mich. Mehr deinetwegen als wegen des Projekts. Ich weiß es nicht, was in dich gefahren ist, aber du kriegst noch Magengeschwüre, wenn du dich nicht mal entspannst. Du leistest hervorragende Arbeit, du musst dir keine Sorgen machen. Aber was das mit angeht, sind deine Befürchtungen wohl nicht ganz unbegründet. Ich möchte, dass du ihn im Auge behältst und alles meldest, was relevant sein könnte. Wenn du wieder hier bist, machen wir ein paar Tests mit ihm. Aber unter deiner Obhut wird ihm schon nichts passieren. Pass auf dich auf und schlaf ein bisschen, William. Ich will auch mit meinem Vater reden. Wieso ist es immer eine beliebige Taste? Kann es nicht einfach irgendwie Dreieck sein oder so? Moment, hier gibt es kein Dreieck. Ach, das Essen. Fleischfresser! Heuchlerin! Wusstest du, dass Pflanzen Chemikalien abgeben, um Raubinsekten anzulocken? Klingt ziemlich animalisch für mich. Du weißt mehr, als gut für dich wäre. Das sagt mein Pfarrer auch immer. Checkpoint erreicht. Aber wo ist Lucy? Okay, Lucy hat auf jeden Fall... Oder Sean hat was zu essen geholt und Lucy ist einfach verschwunden. Gucken wir, ob wir sie hier draußen finden und vielleicht den Van. Huch, Lucy. Manchmal fühle ich überhaupt keine Bindung mehr zur Realität. Fast ein Jahrzehnt meines Lebens futsch, für die Suche nach diesen Edensplittern. Denk an das schöne Gefühl, wenn wir die Templer endlich gestoppt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals endet, Desmond. Ich kann das nicht ewig tun. Das glaube ich nicht.
Meine Lucy brachte mich her und bildete mich aus. Die würde nie aufgeben. Schätze, ich habe dich gut ausgebildet, wie? Na, ganz okay. Der hat einen auf den Backer gemacht. Unglaublich. So. Nur einmal kurz schauen, was mit den Spuren ist. Vielleicht finden wir ja neue. Ansonsten verstehe ich nämlich überhaupt gar nicht diese Spur. Die muss doch irgendwie Sinn ergeben. Und wenn hier der Van sein sollte, dann hätten wir doch auch eine Spur gesehen. Naja. Lassen wir es gut sein. Ich weiß nicht, da passiert irgendwie nichts. Vielleicht wird es irgendwann mal relevant. Oder ich google mal die Spur. Es macht mich langsam wahnsinnig, Freunde. Diese Spur, sie macht mich wahnsinnig. Weil ich nicht weiß, was damit sein soll. Na gut, zurück in den Animus. Muss. Halt, Lucy. Lucy ist wieder rein, ne? Keine Zeit zum Reden. Oh, dann gehe ich hier wieder rein. Das Baby wäre soweit. Gut, Freunde. Ich würde sagen, dann haben wir hier draußen alles erlebt, was wir heute erleben konnten. Falls der Sound so leise war heute, stelle ich ihn morgen ein bisschen lauter. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.